Willkommen zurück. Heute gibt's mal wieder endlose Herausforderungen auf sehr schwierig. Ich fiebere ja immer drauf hin. Guck mal, was für eine Überraschung. Ein Japaner-Level. Nein! Oh. Moment. Sollen wir nochmal von vorne anfangen? Ich glaube, ich fange direkt nochmal von vorne an. Weil ich kann mir dann doch Besseres vorstellen, als meinen Tag mit einem Japaner Speedrun-Level zu beginnen. Oha! Aber es sieht nicht so aus, als... Nein, als ob, ey! Das Spiel hasst mich. Ich glaube, das Spiel hasst einfach jeden. Oh, nicht nur mich im Speziellen. Mal angenommen, ich käme da auf die Kante. Genau da, wo das Trampolin liegt. Dann kann ich da nochmal von abspringen, ne? Und das ist auch irgendwie das Einzige, was man hier machen kann? Weil ein einfacher Wandsprung reicht nicht. Das ist so ein sehr, sehr kurzes, aber unfassbar präzises Level. Das soll dann echt reichen bis da hoch. Ich meine, jetzt bin ich... Das interessiert mich ja fast schon. Weil das sieht überhaupt nicht danach aus. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht, ne? So ein ganz ähnliches Level, wo man auch in die Kante vom Trampolin reinspringen musste. Ich stand kurz. Aber der Moment, wo man abspringen kann, ist wirklich winzig klein. Vielleicht ist es sogar nur ein Frame. Und dann reicht's nicht, das habe ich befürchtet. Wie soll man denn so hochkommen? Aber da oben ist nicht nochmal irgendwo eine Wand, wo man abspringen kann, ne? Das heißt, es geht nur so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich diesen Zentimeter oder was das ist, der da noch fehlt, wie man den rausholen soll. Ist einfach nicht drin. Next! Ich hatte ja beim letzten Mal die Regel eingeführt, dass ich immer einen Skip kriege, wenn ich ein Level als Weltrekord abschließe oder... Willst du mich eigentlich... Oder als Erster? Nur, wenn ich gar kein Level abschließe, kommt es nicht dazu. What? Was ist heute los? Ach, dieses Spiel. Es wird immer fantastischer. What? Ah. Das ist eines dieser Level, die man überhaupt nicht lesen kann. Oh, da hätte ich den Helm noch haben müssen. Ah. Wieso ist da ein Z? Vermutlich, damit das nicht passiert. Müll. Hä? Oh. Please. Nein. Wo ist die Hitbox, Mann? Und ich bin immer noch mit Luigi. Ich vergesse jedes Mal, das umzustellen, ne? Ach so, das... Nee, warte, hä? Die Anweisungen sind unklar. Was wollen Sie? Ja, das passt wunderbar nicht zusammen. Gucken wir mal, was hinter dieser Röhre ist. No! Was? Jetzt wird's aber unheimlich. Was für Skips könnte ich mir noch gönnen? Jedes Japaner-Level? Wie wär's damit? Sobald es ein Japaner-Level ist, darf ich skippen. Nein. Noch ist es nicht so weit. Ah! Ah. Das sieht zumindest nach einem vernünftigen Level aus, aber es ist halt trotzdem schwierig. Für die Herausforderung. Besonders, wenn man keine Shelljumps kann.
Wait a second, was hat's denn mit dem Trampolin auf sich? Soll ich das zusätzlich auch noch juggeln? Ich glaube so nicht. Ich habe nicht wirklich einen Plan, was hier gefordert ist. Die Indikatoren sagen mir schon, ich soll alles auf einmal juggeln, aber wie und dann wohin und was überhaupt? No! Ich glaube, da vorne muss man es werfen, ne? Auf der anderen Seite, da ist ein Indikator, der ansonsten keinen Sinn macht. Nope. Ich will wenigstens fürs erste Level einen einfachen Einstieg haben, ne? Einen vergleichsweise einfachen Einstieg. Es macht ja keinen Sinn, direkt mit dem härtesten Level zu beginnen, wo ich schon mal alle Leben verliere. Was ist denn heute los? Muss ich die Software neu starten? Normalerweise immer, wenn ich die Shelljumps zu spät mache, dann liegt es daran, dass ich Input-Lag habe. Und die kommt von der Capture Card. Nein! Rückwärts Shelljumps, meine Nemesis. No. Ich glaube, ich bin nicht in Form. Wow. Oh nein, was ist das denn für ein dummes Setup? Normalerweise ist es so, dass der zweite Panzer, dass man den direkt greifen kann und nicht nochmal auf dem Mole abspringen muss. Weil das macht ja das Timing komplett kaputt. Es lag nicht am Input-Lag. Als ob, ey, wieso... Ich verstehe echt nicht, wie das Timing funktionieren soll. Wenn das Setup so ist, wie soll das funktionieren? Es sei denn, ich schmeiß den Panzer erst ganz spät und gehe das Risiko ein, dass er kollidiert, wenn ich auf dem zweiten Stack lande. Oh no! Ja, das habe ich gemerkt. Zu weit vorne geschmissen. Was muss ich da oben überhaupt machen? Nur von links auf den Maul? Nee, von rechts. Was ist überhaupt links und rechts? Darfst du mich nicht fragen? Killt mich wieder. Ach, nee. Bowser's Final Stand. Mr. Popo? Der CEO von Mr. Popo. Hi. What? So, jetzt reicht's, Luigi. Du hattest deine Chance, aber es funktioniert mit uns beiden einfach nicht. Nein. So. Speichern und beenden. Kriege ich jetzt sofort Toadette? Ja? Yippie! Geht nicht. Okay. Lag wohl nicht an Luigi, dass der Sprung nicht machbar ist. Gut, ich muss mich ja nicht beeilen. Es ist kein Speedrun. Ich kann mir die Sachen angucken. Dann lass doch mal sehen, was man hier so Schönes für mich vorbereitet hat. Eine Grube in die Lava. Ist ja klar, die Münzspur führt immer direkt in die Lava. So funktioniert Mario Maker. Weil Mario Maker hat ja nichts mit
mit traditionellem gutem Level-Design am Hut. Das wäre zu viel verlangt. Ist da was Gutes drin? Oh Gott, wo soll ich überhaupt hin? Da hoch? Oh, jetzt habe ich das Ding nicht abgewartet. Wie nett, dass man das gesehen hat. Okay. Da oben war was. Ich habe aus dem Augenwinkel was gesehen und jetzt weiß ich nicht mehr, was es war. War es nur eine dumme Münze? Ja. Okay. Kommt da bestimmt auch wieder einer nach oben. Nein, diesmal nicht. Toll. Die einzige Stelle, wo ich mich hätte beeilen müssen, damit ich... Ja. Da ist natürlich kein... Nur gar nicht, was hier das machbar ist, ey. Ha! So. Jetzt da. Wieso können die nicht einfach mittig sein? Die sind jedes Mal irgendwo anders. Das kommt noch hinzu. Oh. Hab ich das Power-Up überhaupt? Das ist ziemlich risky, sich das zu holen, aber. Wenn ich wenigstens den Pilz davon behalten kann, dann muss ich mich nicht beeilen wegen dem P-Switch, weil dann könnte ich die Blöcke trotzdem zerstören. Oh, come on! Das ist echt nicht cool. Okay, warten wir den noch ab. Ich hab mir noch nicht... Weißt du, ich hab mir noch nicht mal den Kopf angestoßen. Sie ist ja anschließend einfach weitergesprungen. So sind Spike-Hitboxen. Sie sind größer, als es die Polizei erlaubt. So, jetzt muss ich mich wieder beeilen. Die Spikes sind so... Wow, die Spikes sind in so einem Abstand platziert, dass du so hässliche Wandsprünge machen musst, um an denen vorbeizukommen. Du kannst nie wip, wip, wip machen, sondern musst immer diesen Zwischen... Mann, Mr. Popo. Ich weiß genau, wo er sich das Level rausgezogen hat. LOL! Ich nehme das jetzt in Kauf. Okay. Danke. Das Level hat gerade einen riesigen Pluspunkt bekommen. Habe ich den Witz nicht verstanden? So, der kommt jetzt wieder hier runter. Muss ich mich treffen lassen? Oder geht die weit genug oben raus, damit ich unten durch kann? Oh Gott, okay. Warum ist das Z falsch rum? Das war nicht der Plan. Nichts davon war der Plan. Oh no. Ich hab nicht geguckt, was da drüben ist. Wie immer. Wie immer habe ich nicht geguckt. Nein! Was ist das für ein Troll, Mann? Habt ihr das gesehen? Was zur Hölle hat mich getroffen? Dieses Spiel macht einfach von Tag zu Tag weniger Sinn. Er hätte den Schalter nicht noch enger da dran machen können, oder? Damit er auch garantiert anstößt. Ich meine, das spielt nicht wirklich eine Rolle, aber es ärgert mich trotzdem. Wie so vieles. In letzter Zeit. Zumindest ein weiterer Abschnitt ist geschafft. Ey, was kommt da raus? Das ist bestimmt ein Bonusabschnitt oder so ein Quark. Ey! Nach wie viel? Eine halbe Stunde habe ich endlich mal ein Level abgeschlossen. Gut, dazwischendrin hätte ich vielleicht auch mal eins abschließen können, wenn ich gewollt hätte. Ganz klar. Ja, das Level war nicht schlecht, ne? Es war gar nicht mal so übel. Aber ich krieg keinen Skip. Let's go. Vielleicht bin ich auch jetzt erst warm. Nein, doch nicht. Ne, ich bin nicht warm gespielt. Kida. Sammle alle Münzen. Eine. Bye.
Lass mal die abwarten und anschließend hier runtergehen. Ich habe vergessen, dass es 3D World ist. Wo man bestimmte Dinge nicht tun kann. Sag mal, wie viel sind das noch? So, gibt's hier einen Developer Exit? Immer dann, wenn man einen brauchen könnte, gibt's keinen. Ich versuche einfach mein Glück. Wieso sind 3D World Level immer die schlimmsten? Und zwar mit Abstand. Das sind immer die spammigsten Level von allen. Oh Gott. Das hätte mir jetzt, also würde mir auch nichts bringen, wenn ich auf dem Beschleunigungsfeld loslege, oder? Weil. Es hat aber was. Was Sämiges, wie sie sich da durchzwingt. Jeweils durch den Block. Seht ihr das so? Ist toll. Echt toll. Übrigens, ich muss hier noch irgendwo eine Münze finden. Wenn die nicht irgendwo am Schluss offensichtlich hängt, dann habe ich jetzt schon verloren. Ich frag mich halt schon, warum macht man das? Wofür? Nur um seine Freunde zu ärgern? Und wenn ja, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. So, jetzt noch einmal und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht in den Abgrund laufe. Ah! So. Da hätte ich jetzt ein Kaizo-Block hingemacht. Weißt du, du quälst dich durch diesen Dreck und dann bonk. Heißt das, ich komme da oben raus? Dang it. Uff. Ich habe halt auch schon überhaupt keine Orientierung. Da ist die Münze, sie hängt tatsächlich da am Ende. No! Ich hab's gewusst, ne? Die Roten haben das andere Timing, aber ich dachte, sie würden vielleicht noch eine Sekunde länger brauchen. Jetzt kann ich den ganzen Schrott nochmal machen, wirklich. Oh, please. Ich meine, das Level ist ja gar nicht so schwer. Es ist nur lästig wegen der Stelle hier. Oh! Ich meine, solange man nah an denen dran ist, schießen sie ja nicht. Das ist eine Mario-Regel. Sie haben einen Ehrenkodex. So, ich würde gerne mal dieses Power-Up behalten, wenn es möglich ist. Okidoki. Nein, wieso? Oh, war der vorhin auch schon da? Könnt ihr vielleicht aufhören, das alles kaputt zu machen? Wieso haben die denn das jetzt kaputt gemacht? Ich dachte, die fliegen nochmal durch die gleiche Lücke, aus der sie kamen. So, jetzt warte ich den da unten ab. Okay. Das hätte man theoretisch auch beim ersten Versuch schaffen können, ne? Ich krieg Skip! Cool. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Wahrscheinlich werde ich ihn sowieso direkt einsetzen müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man hier ein Level kriegt, das man skippen möchte, ist sehr hoch.
Ja, zum Beispiel Japaner-Level. Irgendwas mit Händen. Die Hände geht in die Hand und handet. Ah, es ist so ein Level. Ja, die sind auch immer ganz besonders toll. Moment. Ja, ich schätze mal, hier ist alles voll mit Kaiserblöcken oder so. Ich meine, das Ziel ist genau da. Das Level muss unfassbar schwer sein, oder? Es gibt halt irgendwie so einen geheimen Pfad durch dieses. Komm, gib her. Nein! Das ist so, ich weiß nicht, wenn da nicht noch eine Reihe von Blöcken ist, dann würde ich es vielleicht schaffen. Oh, okay. Ich war so knapp davor, ne, das zu skippen. Weil normalerweise sind diese Art von Leveln fast immer unmöglich. Aber ich habe keinen Skip. Um eine Sekunde habe ich ihn verpasst. Traurige Sache. Bidim, bim, bidim. Oh, dieser Modus macht mir Magenschmerzen. 100 Sekunden Speedrun. Hundert Sekunden ist ein bisschen lang für diese Art von Unfug. Ich bin auch nicht der Erste, der an dem Spike da gestorben ist. Guckt euch das mal an. Aber manchmal sind diese 100 Sekunden Speedruns nicht so tight, weißt du? Von der Zeit her. Ah, come on! Das ist schon so knapp, ne? Der zweite Sprung da. Ich glaube, es liegt daran, dass ich den Block treffe. Weil der Block bounced einen härter nach unten als normaler Zement, oder? Bilde ich mir das nur ein. Ich glaube, man kann sich mit Skips auch wirklich selber eine Grube graben. Jetzt habe ich schon zwei. Halleluja, da geben wir vorher die Leben aus, bevor ich überhaupt die Skips einsetzen kann. Nein, malen wir mal den Teufel nicht an die Wand. Ja, wenn ich jetzt das Level geskippt hätte, hätte ich vielleicht ein schwierigeres bekommen. Da steht 30 Sekunden Speedrun. Aber ich bin ja jetzt sowas wie ein Speedrun-Master. Oh, die Sprünge sind jedes Mal wieder schwer. Vor allem, wenn man nicht aus vollem Lauf kommt. Und ich weiß nicht, kommt man hier direkt hoch? Oh Gott. Nein! No, weil diese Duck-Jump-Spin-Gedöns, ich krieg das nie richtig eingeputtet. Okay, sofort springen, ne? Ja. Hä? Was ist... Brauche ich die Bombe gar nicht mehr? Da hinten ist ja schon das Ziel. Das heißt, wenn ich Damage booste durch die Piranha-Pflanzen...
Dann war's das eigentlich schon. Oder ich werf den Panzer. What? Es wird immer weirder. Dang it. Es bleibt bei 2. Vielleicht ist Speedrun gar nicht so schlecht, weil Time Attack in the Haunted House, weil viele Leute das skippen und die Level an sich gar nicht so schwierig sind, aber halt in sehr schwierig drin sind, weil die Leute es skippen. Ich habe noch 3 Sekunden. Excuse me? In welchem Universum soll das denn bitte möglich sein? Oh. Nee. Sorry, aber das ist... Wie soll das gehen? Das ist unmöglich. Das muss ich mir nachher nochmal angucken, aber... Troll, Poison and Morton's Trap. Ich hab noch einen Skip. Weißt du, ich mag ja Troll-Level. Nur man kann davon ausgehen, dass man hier sehr, sehr oft stirbt. Weil man es ja gar nicht vermeiden kann. Noch dazu ist der Weltrekord 3 Minuten 45 und es ist in sehr schwierig drin. Muss ich eigentlich skippen, ne? Habe ich eigentlich gar keine andere Wahl. Oh. Ja, das macht keinen Sinn. Leider, leider. Aber Troll-Level sind halt auch so eine Sache, die musst du eigentlich skippen in Endlos. Jetzt habe ich keinen mehr. So schnell kann's gehen, ne? Von, hey, ich habe gar nicht genug Leben, um alles Skips zu benutzen. Speedrun mit einem Stachy. Tja, zumindest habe ich nicht die Qual der Wahl, weil skippen kann ich es nicht. Darf ich es nicht. Entweder gehen wir jetzt hier unter oder ich schaff's noch. Eins von beidem. Warum ist der Indikator für den Double Jump so unpräzise? Ja, dass da 2 Blöcke sind? Aber uff, eigentlich muss man den hinteren nehmen, weil sonst geht's ja gar nicht schon mal. Das riecht eher nach Untergang als nach Schaffen. Aber hey, ich habe noch 11 Versuche. Sorry. Riege Hase. Da soll man eigentlich so einen Wandsprung-Blödsinn machen, aber wenn ich mir den sparen kann. Ja, toll. Das ist halt einer dieser Speedruns, der viel zu blind ist, ne? Du musst an jeder Stelle sterben, weil das Level gibt dir keinen Hinweis darauf, was als nächstes kommt. Und die Indikatoren nützen nichts, weil die sind auch schon viel zu spät. Ah, das ist aber... Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich doch diesen Walljump machen. Ich werf das Pow. Cancel. So. Oh, viel zu weit weg. Ich habe für den Moment wirklich vergessen, was ich drücken muss. Oh, really? Ich verstehe gar nicht, was hier noch kommt. Was soll mir das anzeigen?
Da ist nirgendwo... Da kann man nirgendwo landen. Ich sehe es echt nicht. Wahrscheinlich zwischen den Dingern, wenn die Plattform da lang fährt oder irgend sowas. Holy moly. Was für ein Run. Jetzt will ich mir noch ein paar Sachen angucken. Zum einen dieses komische Speedrun-Level, wo man nicht mal ansatzweise das Ziel gesehen hat. Ich schätze mal, dass man hier solche Sachen machen muss, ne? Diese Speedrun-Tricks. Schneller von den Wänden wegzukommen und so. Das ist immer noch unfassbar weit weg. Also, wow. Ja, da ist es. Aber guck mal, ich müsste nochmal hoch, rüberrennen zum Schalter und wieder zurück. Dafür brauche ich mindestens noch, keine Ahnung, 3 Sekunden mehr. Ich glaube, hier geht's gar nicht, diesen Wandsprung zu machen. Und sie verweigert die Stampfattacke, Mann. Nee. Das ist nicht im Bereich des Möglichen. Für mich zumindest nicht. Das lade ich mal runter. Das können wir mal in einem Troll-Level-Part spielen. Bin gespannt, wie das aussieht. Weil ich krieg so selten japanische Trolls zu fassen. Oh nein, Super Wagon World. Muss Platz machen. Ja, und das Speedrun-Level muss jetzt auch nicht. Ey, wir hatten genug Speedrun-Level in diesem Part, oder? Muss nicht noch einer sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.